Schneiden Sie die Lauchzwiebel in ca. 4 cm große Stücke. Schneiden Sie den Ingwer in dünne Scheiben. Trennen Sie das Fleisch vom Knochen. Schneiden Sie das Fleisch in kleine muntergerechte Stücke. Geben Sie das Fleisch den Ingwer, Lauchzwiebeln und Gewürzen in einen Plastikbeutel zum Marinieren. Vermischen Sie das Fleisch und die Zutaten gut in den Plastikbeutel. Legen Sie den Beutel für ca. 20 Minuten in den Kühlschrank. Heute esse ich Kinshi Tamago mit Teriyaki Hähnchen. Bei Kinshi Tamago handelt es sich um kleingeschnittene Streifen von dünnen Eieromelette. Geben Sie eine Prise Salz und Pfeffer dazu, danach schlagen Sie die Eier. Geben Sie die Öl in die Pfanne. Danach geben Sie einen Teil der verrührten Eier hinein, sodass ein dünnes Omelett entsteht. Wenn die verrührten Eier stocken, wenden Sie sie ohne, dass das Omelett zerreißt. Legen Sie das fertige Omelett beiseite. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis Sie die Eiermasse aufgebraucht haben. Nehmen Sie danach die gleiche Pfanne, in die Sie vorher die Eier gebraten haben. Braten Sie die Haut des Hähnchens mit den Lauchzwiebeln in der gleichen Pfanne gut an. Wenden Sie das Fleisch und die Lauchzwiebeln und geben Sie die Soße aus dem Plastikbeutel mit in die Pfanne. Braten Sie alles in der Pfanne an mit der Soße zusammen. Wenn die Eieromelette abgekühlt sind, legen Sie sie aufeinander und schneiden Sie sie in dünne Scheiben. Legen Sie das in Scheiben geschnittene Omelett und das Fleisch auf den Reis.